Es ist ein Interview, welches Sie so vielleicht nicht erwartet haben. Insider kennen ihn. Außenstehende werden sagen, wer ist das? Das ist ein Hubschrauber, das macht gar nichts. Und das ist der Lukas Müller. Und der war mal Juniorenweltmeister. Ein ganz hoffnungsvolles Talent. Lassen Sie nicht stören. Wir machen trotzdem weiter. Und dann, Lukas, oh, ist er laut hier. Ja. Und dann, Lukas, ist 2016 am Kulm etwas passiert. Ja, genau. Also ich war Vorspringer bei der Skiflug-WM. Und es ist immer so, am Donnerstag ist ja der erste Qualifikationstag. Und wir Vorspringer springen am Dienstag und am Mittwoch die Chancen ein. Am Dienstag ist noch alles gut gegangen. Und am Mittwoch beim zweiten Sprung bin ich mitten unter der Luftfahrt aus dem Schuh rausgeschlupft. Und wie man sieht, das ist nicht so gut ausgegangen. Also ich habe eine Querschnittslähmung, weil ich mir das Genick gebrochen habe und sitze seitdem im Rollstuhl. Und da hast du im ersten Moment wahrscheinlich gedacht, oh je, jetzt ist die Welt zu Ende. Wie geht mein Leben weiter? Was passiert? Und der Grund, weshalb ich so gerne mit dir rede, du bist ein unglaublich starker Typ, willensstark und mit Physiotherapie, mit allem Möglichen. Ich habe dich vorhin gesehen, du bist ohne Rollstuhl auf Krücken die Treppe runtergegangen. Das geht natürlich nur partiell. Das ist eine Riesenanstrengung, aber steter Tropfen hüllt den Stein, oder? Ja, das hat aber schon damals angefangen, wie ich aufgeschlagen bin, wie ich runtergerutscht bin. Weil einer der ersten Gedanken war, ich muss sofort wieder aufhören, verschanzen und muss wieder runterspringen. Und wie ich dann unten gelegen bin, habe ich dann gewusst, okay, nein, das wird sich mal länger nicht spielen, weil ich einfach die Fähigkeit nicht gehabt habe, mich auf den Bauch zu drehen und ich habe die Füße nicht bewegen können. Und das hat sich dann erst alles nach ein paar Wochen entwickelt, dass ich wieder einzelne Zehen habe bewegen können. Und mittlerweile ist es immer noch so, dass ich massive Einschränkungen habe in den Beinen und vor allem auch im Rumpfbereich. Aber es ist zumindest so weit, oder es sind zumindest so weit wieder Muskelfunktionen zurückgekommen, als dass ich zumindest kurzzeitig aufstehen kann, die Strecke über den Schnee bewältigen kann und auch sagen kann, dass, obwohl mein Sturz passiert ist und jeder Skispringer weiß, dass es immer so weit kommen kann, dass auch schwere Stürze passieren mit solchen Folgen, dass es trotzdem... Es war ja vorher auch schon mal, da hast du Schlüsselbein gebrochen. Ne? Das genau, ist ja schon mal, was passiert. Das war in Bischofshofen. Lukas, jetzt hast du einen Leidensgenossen, den Nick Farrell. Ich glaube, dem ist Ähnliches ein Jahr vorher passiert. Tauscht ihr euch aus? Ja, natürlich. Also ich habe letztes Jahr da in Planitzer getroffen und das war total erfrischend zu sehen, dass er mehr oder weniger genau gleich denkt über die ganze Sache wie ich. Klar, weil es ist eine schlimme Verletzung und es ist ein anderes Leben, ein neues Leben, aber erstens, es ist immer noch ein Leben und vor allem in meinem Fall ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu betonen. Und zweitens, auch wenn wir jetzt nicht mehr auf die Füße die meiste Zeit unterwegs sind, wir können uns immer noch halbwegs frei bewegen, wir können immer noch halbwegs selbstständig sein. Und gerade die Selbstständigkeit in unserer Situation ist eigentlich einer der wichtigsten Faktoren, weil wenn du die Freiheit hast, das zu tun, was du gerade tun willst, dann glaube ich, du bist schon sehr weit. Du bist ein unglaublicher Typ. Mach's mal ganz kurz, wie sieht dein tägliches Leben aus? Es kommt darauf an, wie viel Physiotherapie ich habe. Zum Beispiel heute war die Physiotherapie einfach da, die Stirn auf und ab zu gehen. Nein, also ich mache schon sehr viel immer noch, weil ich eine Therapeutin habe, die mittlerweile so viel aus mir rausholt. Und wenn du gerade als Sportler siehst, dass da ein Ventil ist, an dem ich mich ein bisschen traue und dann funktioniert was, dann versuchst du einfach alles rauszuholen, was gerade möglich ist. Klar gibt es Rückschritte, klar gibt es schlechte Tage, klar gibt es auch Tage, wo ich kaum auf die Füße bin, weil ich es einfach von den Füßen her nicht schaffe. Und so sind die Unterschiede zwischen den Tagen schon relativ groß. Aber ich sage mal, das Grundlevel ist einmal so weit erreicht, als dass ich mich halbwegs frei bewegen kann, auch wenn ich vielleicht nur einen Tag habe, wo ich kaum einen Schritt mache. Lukas, manche haben Schnupfen und denken, die sind krank. Du bist ein Vorbild für viele andere, die auch Probleme haben. Ich danke dir sehr herzlich für das Interview. Ja, danke schön. Alles Gute.